Let's start again. Moin, jetzt wär's sonst der Besserinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Stadt, die unterworfene Stadt, vorgestern befreit von Gaia. Und heute ist der große Tag gekommen. Heute möchte ich gerne eine Handelsstraße errichten. Und zwar die Handelsstraße zwischen unserer und der unterworfenen Stadt. Und dafür müssen wir auf jeden Fall erstmal ein Tor hinten an der Mauer bauen. Und dann müssen wir anfangen, den langen, langen, langen Handelsweg zu bauen. Und das Ganze wird heute im Livestream stattfinden. Ab 19.30 Uhr www.twitch.tv/gtimetv. Wer Bock hat, kann natürlich gerne auch vorher einschalten. Wenn ich es schaffe, wollte ich gegen 12 Uhr am Start sein. Kann aber auch sein, dass es 14 Uhr wird, denn heute kommen 4 Videos auf meinem Kanal. Ja, heute kommen wieder 4 Videos. Einmal ein richtig krasses Legend-Info-Video. Da kann ich euch schon mal so viel zu sagen. Für alle Leute, die schon immer mal Legend spielen wollten und das umsonst, ist dieses Legend-Video super, super interessant, denn wir haben da etwas ausgearbeitet und das wird in Kürze an den Start gehen. Und da habt ihr die Möglichkeit, Legend umsonst zu spielen, und zwar jeder von euch. Also wer da Interesse dran hat, sollte sich dieses Video anschauen, und es wird der neue Patch vorgestellt. Also, ja, Sachen, die im neuen Patch kommen. Also deswegen alleine lohnt sich das Video auf jeden Fall. 16 Uhr geht das Ganze an den Start. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal mit dem Bau da anfangen und alles, gucken wir erstmal, dass wir uns so ein bisschen Sachen zusammensammeln. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Rohstoffe, wie Stein, Schaufel haben wir auf jeden Fall. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Und dann müssen wir gucken, dass wir natürlich auch den ganzen Weg schön vernünftig bauen, hier mit Holz und all so ein Kram. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen hier erstmal so ein bisschen den ganzen Krempel, den wir hier haben, so mit. So, zack. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein bisschen was im Keller an Ressourcen haben. Da gucken wir auch einfach mal, ob wir da was finden. Und dann sage ich Tana noch, ja, einen guten Tag oder so. Nicht, damit sie nachher sauer ist oder so. Ihr wisst ja schon, also mit den Frauen, das ist ja eh ein bisschen immer kompliziert, ne? Die sind immer ganz schnell eingeschnappt, wenn irgendwas, ja, nicht, sag ich mal, nach ihren Wünschen verläuft. Und ich sag mal so, Tana ist da ja auch nicht ganz so wählerisch, ne? Da habe ich dann schon mal ein bisschen Glück mit. Deswegen sollte ich dann wenigstens immer so lieb sein und mich von ihr verabschieden, wenn ich raus aus dem Haus gehe oder so. Ne? Und dann, wir könnten ihr eigentlich heute mal wieder ein kleines Geschenk machen, Leute, oder? Wir könnten Tana heute mal wieder ein Geschenk machen. Ich habe ihr schon lange nichts mehr geschenkt. So. Okay, und dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal eben schnell auf den Weg. Dann verabschieden wir uns und dann gehen wir hinten an die Mauer. Und dann werde ich euch mal so ein bisschen zeigen, was ich da so genau geplant habe, wie man das bauen könnte und alles. Und ja, wie die ganze Handelsstraße aussehen soll letzten Endes. Das wird auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache werden, auf jeden Fall. Weil das können wir echt gut gebrauchen. Ich hab deine große Liebe. Tana? Tana? Och nein, jetzt sag nicht, Tana ist verschwunden. Oder wo... Oh, jetzt sag nicht, die hat jemand entführt. Ach du... Was mache ich denn jetzt, Leute? Oh Gott, oh Gott, meine Frau, meine Geliebte wurde entführt. Ich muss Revi davon berichten, ich muss Revi berichten. Oh Gott, ich weiß nicht, ob Revi gerade da ist, Leute. Keine Ahnung, ey, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand da ist. Was mache ich denn jetzt, wenn Tana entführt wurde? Vor allen Dingen von wem? Da steckt bestimmt Gaia oder so hinter. Wir hätten das mit der Stadt vielleicht gar nicht machen dürfen oder so. Oh Gott, ey, was mache ich denn jetzt? Leute, ich wollte mit Tana heiraten. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Weg baue, damit wir mit der Kutsche in die Kirche fahren können und all so ein Kram. Jetzt ist sie entführt worden, jetzt fällt die ganze Hochzeit flach. Och, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, jetzt wird alles gut und schön und wir werden eine richtig schöne Zeit haben, und jetzt ist Tana entführt worden. Oh Mann, ey, ich hoffe, Revi ist da. Ich gucke jetzt mal eben ganz kurz. Hallo, Revi, bist du da? Hallo? Och nein, Revi ist jetzt auch nicht da. Wo sind denn die ganzen Leibwächter, wenn ich sie mal brauche? Ja super, was mache ich denn jetzt, Leute? Vor allen Dingen, wer könnte Tana entführt haben? Keine Ahnung, ich suche jetzt einfach mal hier in der Stadt. Vielleicht finde ich sie ja irgendwo. Hier, ach, Corona, nee, ich glaube nicht, dass Corona... Nee, Zinus und Klim könnten die auch nicht entführt haben. Wer könnte Tana entführt haben? Also mir fällt nur ein, dass Gaia vielleicht dahinter steckt. Dass Gaia Tana gefangen genommen hat. Das ist der einzige Grund, was mir einfällt, warum jemand Tana entführen sollte. Oh, super, ey. Ohne Witz, das hat mir jetzt doch gefehlt, Leute. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt machen soll. Wo soll ich denn nach ihr suchen, ey? Ich meine, die Welt ist so riesig. Ich habe doch gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, nach Tana zu suchen.
Basti und Baloui sind auch nicht da. Die sind die ganze Zeit irgendwie auf einer anderen Reise oder so. Die haben da irgendwie, weiß ich nicht, was auch immer entdeckt und sind durchgehend weg. Oh, Early Boy ist auch gerade nicht da. Ich bin ganz alleine. Ich habe niemanden, der mir jetzt gerade helfen könnte mit Tana. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh, vielleicht ist sie im Palast oder so. Vielleicht ist das auch einfach nur ein schlechter Scherz von ihr, um ihren Schrecken einzujagen. Weil ich ihr die Überraschung nicht verraten wollte, die ich plane. Und sie selber ein bisschen aufgeregt ist oder so. Aber nein, ich glaube nicht, dass Tana so einen miesen Streich mir spielen würde. Ich meine, das ist ja schon nicht mehr witzig. Ich guck jetzt mal im Palast, ob ich die finde. Guten Morgen, die Herren. So, guten Morgen, der Herr. Oh, Junge, ich hoffe, die ist jetzt echt im Palast. Ey, das wäre echt traurig, wenn... Oh nein, traurig, ey. Das wäre eine Katastrophe. Guten Morgen. Oh nein, hier ist sie auch nicht, hier ist sie auch nicht. Mensch, Entschuldigung, hast du vielleicht Tana gesehen? Oh nein, ey. Ja, guten Morgen. Der Schatzmeister, Paul, du hast bestimmt Tana gesehen, oder? Och nein, ey, der sagt auch nichts. Habt ihr Tana vielleicht gesehen? Oh, der sagt auch nur Hallo. Ey, irgendjemand muss doch Tana gesehen haben. Irgendjemand. Du sitzt hier die ganze Zeit auf der Mauer. Du müsstest doch gesehen haben, wenn sie aus dem Haus geht. Eine junge, schlanke Frau. So ein bisschen in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem Rittergewand oder, ja, jetzt nicht direkt ein Rittergewand, aber eine junge, hübsche Frau mit braunen Haaren. Nein, auch nicht gesehen. Och, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wo soll ich denn nach Tana suchen, Mensch? Oh Mann, ey, ich mache mir echt gerade mega Sorgen. Was ist denn, wenn ihr was zustößt? Ich meine, sie ist doch noch jung und wehrlos. Und Tana hat doch keiner Fliege was zuleide getan. Warum entführt man jemanden so Unschuldiges? Also warum dann nicht gleich mich? Oh Mann, ey, vielleicht hat Fritz was gesehen. Ich meine, der hängt auch den ganzen Tag hier. Fritz, du müsstest doch gesehen haben, dass Tana aus dem Haus gegangen ist oder ob sie jemand mitgenommen hat. Ich habe hier was Wunderschönes. Nein, ich möchte nicht deinen Fisch, Mann. Och Mann, ey, ich habe gedacht, du hast vielleicht einen Hinweis für mich, Fritz. Mann, ey, was soll ich denn jetzt machen, Leute? Ich weiß doch überhaupt nicht... Oh. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu suchen, ey. Ich werde Tana nie wiederfinden. Oh Mann, ey. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Was soll ich denn jetzt machen? Oh. Wartet mal. Nathan. Nathan müsste einen Hinweis haben. Nathan, guck mal. Der ist doch den ganzen Tag hier. Nathan, du müsstest doch wissen, wo Tana ist. Ich meine, du bist den ganzen Tag hier. Hast du Tana irgendwo gesehen? Hallo, ihr. Ich bin alleine. Ich bin euch sehr dankbar für eure Rettung. Ja, Nathan, wenn du mir so dankbar bist, ne, dann kannst du mir doch sicherlich sagen, wo Tana hin ist. Du musst das doch gesehen haben. Du bist den ganzen Tag hier oben. Oh, du hast anscheinend auch nichts mitbekommen. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Du wohnst hier in dem Haus und kriegst nichts mit. Wofür habe ich den eigentlich da? Der schläft eh nur den ganzen Tag da oben. Ich meine, der passt ja noch nicht mal auf. Meine Hühner, wo sind meine Hühner? Meine Hühner sind auch verschwunden. Die Hühner sind, glaube ich, auch weg. Ich gucke jetzt doch mal im Keller, ob ich da irgendwo was finde. Vielleicht sind die Hühner im Keller. Aber nein, sie sind auch verschwunden. Die Hühner sind auch weg. Das heißt, derjenige, der Tana mitgenommen hat, hat die Hühner getötet oder auch mitgenommen. Die Frage ist, könnte das jemand aus der Stadt gewesen sein? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus der Stadt meine Frau entführt, Leute. Das glaube ich nicht. Das bezweifle ich. Oh Mann, ey. Könnte das denn gewesen sein? Also das Einzige, was mir einfällt, ist nur noch, dass Gaia dahinter steckt. Aber dieses Schild, ja? Da stand ja, ich habe deine große Liebe. Warte mal. So. Nee, ich habe das ja entfernt. Mist. Ich hatte das Schild entfernt. Darauf stand, ich habe deine große Liebe. Die Frage ist nur, wer könnte da einen Sinn drin sehen, sie zu entführen? Und vor allen Dingen, wo könnte Tana sein? Oh Leute, ey, das macht mich einfach bekloppt. Ihr merkt das vielleicht, wie viel Sorgen ich mir mache. Mich macht die ganze Sache total... wahnsinnig und bekloppt, weil ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll zu suchen. Ey, das könnten hunderte von Leute jetzt gewesen sein. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wer das gewesen sein könnte. Vielleicht steckt aber auch dieser Kaktusmann dahinter, von dem Revi gesprochen hat. Vielleicht hat der Kaktusmann meine Frau entführt. Wobei, ich habe mit dem Kaktusmann nie bisher was zu schaffen gehabt. Gut, es kann sein, dadurch, dass ich jetzt mit Revi zu tun habe, dass der vielleicht irgendwie damit zu tun hat. Ich meine, Revi, sein Haus wurde angezündet, meine Frau verschwindet plötzlich. Also hier gehen schon sehr eigenartige Dinge in der Stadt zurzeit vor sich. Also ich habe echt keinen Plan, was ist denn hier, was wird denn hier gemacht? Es sieht aus, als wenn hier jemand einen Tempel oder so baut. Was soll das hier werden? Und hier hinten wird auch gebaut. Ach hey, was ist denn hier los? Ach so, das ist das Viertel, was Revi bauen wollte. Hier sind schon wieder diese ganzen Skelett-Dinas, Gaias. Weg mit euch hier. Euch wollen wir hier nicht mehr in der Stadt sehen. Die Stadt ist für euch tabu. So, jetzt hole ich mir noch da oben diesen komischen Diener und dann
räumen wir hier auf in dem Laden. So, zack. Sehr schön. Jetzt sind die schon mal weg. Oh, da hinten sind noch welche. Ja, wir müssen gucken, dass wir die alle entfernen hier. Das sind alles Diener Gaias und die Augen Gaias, durch die er sehen kann, was hier in der Stadt vor sich geht. Komm schon, ey. Ich wusste eher daher, dass wir nicht in der Stadt waren und hat Tana entführt, während ich nicht da war oder so. Ich meine, ich war ja auch jetzt gestern den ganzen Tag unterwegs. Die ganzen komischen Diener Gaias hier. Die ganze Stadt ist überrannt von diesen Pferden. Werden immer mehr, als wenn ihr euch vermehrt. Einer muss euch aber... Oh, Junge, guckt euch das mal an, wie viele hier sind. Das ist doch nicht mehr normal. Irgendeiner muss die aber alle entfernen hier. So, weg mit euch. Da oben ist noch eins, das müssen wir auch noch entfernen. Und da... Ach, herrje. Jetzt sind ja gar kein Ende. Als wenn ihr hier, weiß ich nicht, aus dem Boden emporsteigt die ganze Zeit. So, müssen die letzten beiden hier hinten sein. Dann haben wir unsere Ruhe vor euch endlich. So, sehr schön. Jetzt sind die schon mal hier alle weg. Ah, da ist ja noch eins von denen, ey. Das ist doch nicht mehr normal, Leute. Ach, guckt euch das mal an, das ganze Picknick, das ich vorbereitet hatte. Ich wollte mit Tana noch picknicken, Mensch. Meine Güte, das ruft jetzt schon wieder alles hervor. Oh Mann, ey, ich weiß doch nicht, wo ich nach ihr suchen soll, Leute. Ey, wenn ihr irgendwelche Hinweise oder so habt, ja, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, weil das würde mich echt interessieren. Und ich habe echt keine Ahnung, Leute, heute Abend, also wir müssen uns auf jeden Fall auf die Suche nach Tana machen. Wir müssen gucken, dass wir sie finden. Ich habe noch keinen Plan, wo wir nach Tana suchen sollen, Leute. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen, da bin ich mir sicher. Ich lasse mir da auf jeden Fall was einfallen und dann werden wir schauen, dass wir Tana finden. Und ja, keine Ahnung, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Ja, wenn ihr einen Hinweis habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Empire verpassen wollt, geschweige von den Livestreams, dann könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren. Und Leute, ich bin echt traurig gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ohne Tana bin ich doch... Da bin ich nicht mehr ich, Leute. Ich brauche eure Hilfe, bitte. Ich überlege mir in der Zeit, wie wir vielleicht Tana finden könnten oder wer sie haben könnte, ja. Und ihr könnt euch ja auch Gedanken machen. Also wir hören uns dann später um 19.30 Uhr im Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Ich hoffe, wir finden Tana wieder.